Was macht mein Händler denn hier? Ach, der holt noch die Sachen für die Station, ne? Genau. Damit die Station ausgebaut wird. Jetzt habe ich auch endlich wieder die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Jetzt auf Bauplan gehe. Was fehlt noch? Es fehlen noch die Hüllenteile. Genau, die Sachen liefere ich gerade selber. Und die Hüllenteile kommen nachher mit der Zeit. Beziehungsweise stellen wir ja irgendwann auch selber her. Das wäre ich fein. 5 Millionen Minen. Also, die Station wird niemals zerstört werden. Da sind so viele Minen drumherum. Jedes Fragezeichen ist eine Mine. Sprungtor. Schade, dass man die nicht alle einsammeln kann. Dann bräuchte ich selber nie wieder welche kaufen. Huch! Erreiche System. Soll. Nicht in die Station fliegen. Beschleuniger. Mars. So. Gott, ab zum Mars, Schiff reparieren. Unser anderes Schiff ist ja auch noch hier. Die Sichel ist ja auch noch da. War da nicht mal unser anderes Schiff noch drauf? Wo ist das denn hin? Ich bin manchmal irritiert. Warte, Sichel? Was ist denn aus unserem Dings geworden? Ist weg. Haben wir das verloren? Wir hatten doch die. Ach, wie hieß denn das nochmal? Der Jäger, mit dem ich die anderen Missionen gemacht habe. Der ist weg. Der hat es bestimmt nicht aus dem Asteroiden rausgeschafft. Ne, doch, hat er. Ist das Schiff, das zerstört wurde? Nein. Einmal nicht aufgepasst, schon ist der Jäger weg. Deprimierend. So. Erreiche Mars. Ja, alles gut. Der Mars sieht auch schön aus. Der ist aber. Ich hätte jetzt erwartet, dass er ein paar hundert Jahre in der Zukunft ist und so weiter. Nee, der ist leider nicht mehr in der Liste. Meine. Also, nee, ich wollte gerade Odysseus sagen. Mensch, wie hieß denn das nochmal? Habe ich tatsächlich vergessen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Schiff kaufen gehe, dann sehe ich das sofort wieder. So, hier S. Und das war nämlich die. Ne, die Gladius. Genau, meine Gladius ist weg. Die wird hier nicht mehr aufgeführt. Die war mal Begleitschiff von der Sichel. Hat sich aber dagegen entschieden. Und wieder, wenn ich den Mars so sehe, habe ich immer noch das Gefühl, dass das ja ein paar hundert Jahre in der Zukunft ist. Das müsste doch eigentlich besiedelt sein. Andockerlaubnis erteilt. Aber das kann man vielleicht nachher mit diesem Terraforming Endgame. Ich weiß jetzt nicht, um welche Planeten es da geht. Aber bis ich so weit bin, wird das bei meinem jetzigen Tempo noch ein paar Jahre dauern. Ja. Wo ist denn jetzt die Dings, wo ich andocken muss? Ich verstehe es gerade nicht. Hier leuchtet nichts. Sehe ich das nur nicht? Ich sehe das anscheinend noch nicht. Ich dachte, ich bin hier richtig. Habe ich irgendwas verpasst? Da muss ich hin. Zu schnell reingeflogen. So. So, jetzt einmal reparieren und während das repariert wird, kann ich ja mit der Frau sprechen und den Großangriff starten lassen. Erfolgreich angedockt. So, reparier erstmal. Sie erfreuen Alter, sich ist aber an auch uns zu wieder benutzen. teuer. Kann ich jetzt noch die großen Wummen kaufen? Ich habe schon die großen, ne? Na ja, gut, die wären natürlich cooler. Aber die kann ich mir immer noch nicht leisten. Es ist sowieso nicht. Ach, nicht, dass das Schiff mir nachher wieder weggenommen wird. Ich bleibe bei Reparatur. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die mir das wegnehmen. Warum ist hier kein. Ihr Schiff wird repariert? Instant, auch schön. Nein, ich habe das noch nicht mit Sprachsteuerung gespielt. Ich wusste ehrlich gesagt auch bis jetzt gerade nicht, dass ich das mit Sprachsteuerung spielen kann. Wo ist denn jetzt hier schon wieder der Ausgang? Normalerweise wird doch immer schön angezeigt, da musst du hinlaufen.
Da ist es. Alter. Ich bin dafür, dass wir immer so rumparken, dass man auch beim Ausgang rausguckt. Mit Schiff D lande ich jetzt ja gleich, kann ich mir ja nur auf eins von meinen beiden Schiffen schicken lassen. Naja, wir haben ja keinen Zeitdruck. Ganz entspannt. Ich will noch vergessen, wie man laufen kann. Ich bin mir noch sicher, dass man laufen konnte. Man sich ducken kann und springen kann, aber wie gesagt, ich finde das nicht raus. So, dann bring mich mal dahin. Ja, so, wo ist er denn? Da. Jetzt erstmal groß fies Petze machen. Moin, Chef. So. Ach so, okay. Third-Party-Programm für Voice Attack. Das heißt, ich kann mich einfach da hinstellen, reinquatschen und dann macht das das, was es soll. Ich glaube, das funktioniert nicht. Also, ich glaube, da muss man bestimmt spezielle Befehle sagen. So, erstmal die Yaki verraten. Also, wie ist der Stand der Untersuchung? Ich bin auch dabei, ne? Ich habe einen Entschluss gefasst. Genau. Ich will, dass ihr die alle niedermäht. Ausgezeichnet. Dann sagen Sie mir, sind diese Yaki eine organisierte Bedrohung für das Protektorat? Ja gut, ich habe das Hauptquartier gefunden. Ne? Jetzt muss ich das auch durchziehen, wo ich schon extra hierher geflogen bin. Ne? Ich kann jetzt ja nicht sagen, ach nö, ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Oder ich lüge kacken dreist, dass sie sich nicht organisiert haben. Ich werde aber ehrlich sein. Hervorragende Arbeit, Agent. Ich werde diese Informationen sofort an die Intervention weiterleiten. Diese aufgeblasenen Lanzer werden endlich die Bedeutung unserer Arbeit erkennen. Wenn Sie teilnehmen möchten, sollten Sie sich besser auf Action vorbereiten. Sobald die Streitkräfte des Protektorats unterwegs sind, werden wir Ihre Position für Sie markieren. Gute Wahl. Diese Yaki werden nicht wissen, was sie getroffen hat. Aha. Nein, das meine ich so. Sie haben keine Ahnung, was Sie gerade getan haben. Und ich werde es Ihnen bestimmt nicht sagen. Diese bevorstehende Invasion ist die perfekte Gelegenheit, um die Verstärkerstation auszuschalten. Welches Schiff nehmen wir denn jetzt? Wir nehmen das Schiff, was sie uns zur Verfügung gestellt Katana. haben, ne? Dafür gibt's das ja. So, der nächste Invasionsversuch startet in 15, in einer Viertelstunde. Okay. Eine andere Sache, Agent. Oh Die Gott. Intervention hat uns netterweise ein militärisches Gut zur Verfügung gestellt, falls wir uns dazu entschließen sollten, ihre bevorstehende Operation zu unterstützen. Ein stillgelegtes Modell, wie es aussieht. Es könnte einige Feinarbeiten brauchen, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Aber ich bin sicher, dass Sie davon Gebrauch machen können. Ich übermittle Ihnen den Standort des Schiffes. Betrachten Sie es als Belohnung für Ihre Bemühungen. Oh, ist das die Sünde, von der sie immer gesprochen haben? Die man geschenkt kriegt? Sünden. Jo. Soll wohl ein cooles Schiff sein. Es ist auf alle Fälle ein größeres Schiff. Und ich habe hier den Bremsweg vergessen. So, können wir uns mal angucken. Bin ein bisschen nah dran zum Angucken, ne? So. Es ist auf alle Fälle um einiges besser bewaffnet als wir jetzt. Und es ist ein L. Es ist ein L, okay. Beanspruchen, wo ist das? Ach so, brauche ich nicht. Kann ich da andocken? Das wäre cool. Ne, dafür so groß ist es dann doch wieder nicht. Aber ich kann mich doch bestimmt dahin teleportieren lassen. Warte mal, jetzt muss ich doch mal einmal wieder aufstehen. Was muss ich jetzt damit machen? Zeige Mission, gerechte Entlohnung. Okay, das ist die Mission dafür. Beanspruchen? Ja, wollte ich doch gerade. Katana. Ging doch nicht. Sünden. Rechtsklick. Beanspruchen. Keine Crew auf dem beanspruchten Schiff. Ja, deswegen will ich sie auch beanspruchen. Da ist ja keiner drauf, also will ich es haben. Oder habe ich hier jetzt keine Crew auf meinem Schiff und das ist nur ein Übersetzungsfehler?
Also Übersetzung mal nicht, sind ja Deutsche, die das entwickelt haben. Ich habe niemanden an Bord. Null. Ja gut. Das macht das Beanspruchen auch schwer. Kanadisches Raumdock. Andockerlaubnis erteilt. Ich werde jetzt nochmal andocken und dann muss ich mal gucken. Ich will jetzt die Syn haben. Ich will die Mission mit der Syn machen. Dafür brauche ich aber bestimmt Marines an Bord. Ich kann auch mal ein anderes Schiff nehmen. Da sind auf alle Fälle Marines drauf. Noch ein bisschen vor. Runter. So war. Jetzt werde ich mich gleich da. Ich hätte mich auch direkt dahin teleportieren können. Ne? Manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Erfolgreich angedockt. So, und dann gehe ich auf die Sichel. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Genau, weil die Sichel, die hat wenigstens. So. Ach, da muss ich nach. Da muss ich für die Katana danach noch einen Captain organisieren, ne? Da ist ja niemand drauf. Ist egal. Ich will die Syn haben. Die Katana kümmere ich mich danach. Syn. So, jetzt kann ich auch beanspruchen. Voilà, da fliegt jetzt direkt. Ich hätte ein bisschen näher ran. Die Enterkapsel braucht jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich habe die da hinten abgesetzt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die direkt losgeschickt wird. Jetzt muss ich. Ja, da ist die Enterkapsel. Ich hätte mir auch die Hälfte der Zeit jetzt sparen können, wenn ich es erst hier abgeschickt hätte. Aber ist ja kein Problem. Ich glaube, die eigentliche, also wenn die sagen, alle 15 Minuten oder so, wenn die jetzt einen Interventionsversuch da machen, da steht dann halt jetzt 15 Minuten, das kommt bestimmt immer wieder. Solange, bis wir selber uns entscheiden, an der Mission teilzunehmen. Oder greifen die Terraner jetzt regelmäßig die Yaki an und verlieren die ersten Male. Na komm. Ich versuche gerade den Größenunterschied zwischen den Schiffen herzustellen, aber ich glaube. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihren Frachtraum scannen. Ein Schiff scannen? Ja klar. Oh, es hat schön. Sie kann weiterfliegen. Oh, die Explosionen sahen jetzt aber nicht gut aus. Teleportieren zu. Das erstmal rüber da. Okay. Großes Schiff, langer Gang. Moin. Kann ich nicht lesen. Ich möchte das gern selber machen. So. Wenn jetzt Schiff, dann richtig. Das musste ich nur einmal. Ich wollte das einmal andocken. Ah, brauche ich die muss ich an die andere Werft, ne? Wo ist denn die andere Werft? Ich kann jetzt ja. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Meins? Ach Mist. Ich habe doch bestimmt wieder Mist hier drin. Da, sowas wie Raumfliegeneier. Alles sauber. Sie können weiterfliegen. Hä, was? Raumfliegeneier sind kein Problem. Och Mensch. Das wusste ich jetzt aber nicht. Ich dachte, die Terraner mögen keine Raumfliegeneier. Ach, das andere Schiff ist direkt gelandet. Was habe ich denn jetzt? Einer ist von 188 Leuten ist drauf. Super! Die richtige Massen von Personal. Ausrüstung. Alter. Wir haben eindeutig genug Waffen. So, Schiffsteuerung. So, alle Geschütze sollen mich verteidigen. Klingt immer gut. Und von vorne schießen ist auch in Ordnung. Tup, tup, tup. Dann machen wir mal jetzt weiter. Ne? So, Mission, wo müssen wir hin? Hier. Zeit bis zur nächsten Invasion. Ja, das setzen wir auf aktiv. Und dann können wir doch schon mal dahin fliegen, oder? Die werden ja nachher auch von hier dann dahin fliegen.
Das ist bestimmt hier die Flotte, die sich da sammelt. Autopilot eingeschaltet. Wehe, ich brauche jetzt eine Crew oder sowas. Komme ich an einem Ausrüstungsdock oder sowas vorbei? Nö, ne? Nein, warum auch? Da sind diese Pionierwerft. Ja gut, und die große Werft, das vom Protektorat, wird wahrscheinlich bei Mond oder Erde sein, ne? Ich hoffe, dass wir danach jetzt auch den Ruf haben, dass ich mal zum Mond kann oder zur Erde. So, und warte mal, die Sichel bekommt jetzt mal auf, dann sammel das mal hier ein. So, einsammeln und danach kannst du wieder andocken und warten. Und die Katana bekommt mal den Auftrag, du bist jetzt ein Verteidigungsschiff von unserer Station. Ja, du bekommst einfach den Auftrag hier, was? Station? Nicht Waren transferieren. Kann ich dir, Katana, das nicht sagen? Ich müsste dich doch darauf... Ich kann das mit dem kleinen Digger doch auch machen. Kommandanten zu verteidigen. Ach, die Katana hat keinen Captain. Das stimmt. Ich muss... Gut. Als nächstes der Katana einen Captain organisieren. Irgendeinen der anderen Mitarbeiter. Ach, das kann ich doch mit der Sichel machen. Ich kann jetzt bei der Sichel mal auf Informationen gehen. So, und dann gib mal die Crew her. Da sind ja ein paar Leute drauf. Ja, nehmen wir mal einen Veteran hier. Kann man sich die Skills angucken. Entern Pilot. Irgendeinen, das wird keiner von denen Pilotenskill haben. Ist aber egal. Ich würde den mitnehmen, der eine gute Moral hat. Die sind nach Skill sortiert, ne? Du hast Moral 2, Rekrut mit Moral 2, warum nicht? Jetzt kann ich hier, arbeite woanders für mich, Katana wählen und dann sagen, du jetzt... Och Mensch! Geht das nicht mehr? Muss ich erst zum Captain befördern? Dann haben sie das doch auch wieder geändert. So, befördern zu Captain.